Ja, Frau Weber, ich begrüße Sie. Guten Abend. Guten Abend, Horst. Guten Abend. Guten Abend. Frau Weber, R. heißt das, Regina, Renate? Nein, das heißt Rosi. 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 Ja, ist Rosi. Mein Mann. Also, wie ist das jetzt? Müssen wir mit Ihrem Mann spielen oder hat er Sie autorisiert mit uns? Ja, ich kann Ihnen auch meinen Mann berufen. Na, ach, ich telefoniere doch viel lieber mit Ihnen, um ganz ehrlich zu sein. Ja? Wird Ihr Mann mir hoffentlich nicht verübeln, wenn ich da so direkt bin. Wollen wir es denn erstmal angehen? Ja, 21,40 Mark. Das ist schon eine ganz tolle Voraussetzung, um jetzt den Super-Jackpot, wenn Sie wollen, zu gewinnen. 6.400 Mark, 6.421 Mark und 40 Pfennig. Sie haben sich für das R entschieden? Ja. Ja. Mhm. Aha. Also, ich gucke, Sie gucken auch im Fernseher? Ja, sicher. Ich auch. Achtung, fertig. Oh. Ach, man muss schon eine Elefantenhaut haben bei uns bei diesem Spiel. Ja. Leider, Frau Weber. Ja. Aber bleiben Sie eingeschaltet, wir haben noch ein tolles Programm heute Abend. Ja, schön. Tschüss. Tschüss. So, oh, das hat aber geknackt. Das war die Frau Weber in Linger. Und damit wäre für heute eigentlich das RTL-Spiel gegessen. Montag geht es dann wieder weiter. Ich muss die 6.400 Mark übergeben, so leid es mir tut. Es hat heute Abend nicht geklappt. Übrigens, klappen wird sicherlich gleich, dass wir Uli Potowski im Studio haben. Bis dahin haben wir noch ein paar Informationen. Informationen, die zum Beispiel so aussehen und ganz wichtig für Sie sind. Was uns heute Abend so am leichtesten fällt, dem Uli Potowski und mir, den ich hier herzlich im Studio begrüßen darf, das Sitzen. Also im Sitzen sind wir ganz große Klasse. Du sagst es, Horst, das geht gerade noch so. Ja. Also heute war Großkampftag. Wir waren heute Gäste in Marmer Kapellen da draußen und haben uns da sehr wohl gefühlt im Sportzentrum. Und wir haben heute Fußball gespielt. Wir haben das Ihnen angekündigt, ist vor ein paar Tagen schon. Wir haben auch heute Morgen im Radio noch mal darauf hingewiesen. Und viele, viele Zuschauer waren da, worüber wir uns sehr freuen. Ne? Ja, darüber freuen wir uns wirklich. Und ein Spiel hat es gegeben. Also wir sind über uns hinausgewachsen, kann man das so sagen, ohne selbst auf die Schulter zu klopfen. Ja, und was ganz wichtig ist, im Gegensatz zum letzten Spiel, wir hatten keine Verletzten zu beklagen. Ja, sagen wir mal nicht ganz. Die Bilder, die wir gleich sehen werden, die werden auch ein bisschen was anderes belegen. Aber es ist nicht so gravierend wie beim letzten Mal gewesen, als der Nick Jakob ja wirklich einige Wochen sich mit einem Muskelriss herumplagen musste. Aber heute ging es Gott sei Dank ganz gut ab. Ich gucke den Horst so ein bisschen prüfend an, weil er hat es an der Nase gehabt. Aber das werden wir gleich alles noch zu sehen bekommen. Ja, ja, man kriegt da häufiger einen auf die Nase. Nicht nur im Beruf, sondern auch beim Fußballspiel. Und wir haben das Ganze zugunsten der Behindertenwerkstätten von Marmer Kapellen gemacht. Also auch die Freunde vom Transportministerium haben sich da in den guten Dienst gestellt. Und wir können schon etwas sagen. Es ist eine Menge Geld zusammengekommen. Da freuen wir uns ganz riesig drüber. Der Thomas Wilsch hat uns gerade angerufen. Da ist ein Riesenbuffet im Gange im Moment, wozu auch wir eingeladen sind. Aber wir sind hier. Also ich werde versuchen, gleich noch hinzukommen. Ja, und es sind, das können wir jetzt schon mal sagen, Uli, wie viel zusammengekommen an Geld? Also um es gleich in D-Mark umzurechnen, 5.500 Mark. Und wir sind da mit dem Transportministerium zusammen ein wenig stolz drauf. Ja, und jetzt sollten wir auch vorzeigen, was wir da geleistet, gelitten haben heute Nachmittag. Der Anstoß hat sich immer verzögert. Es war ja ganz schlimm. Es war ja wie ein Psycho-Thriller. Er sollte um 14 Uhr das Spiel losgehen. Ja, und da kommen dann auch die Bilder. Vor dem Spiel gab es noch ein schönes, buntes Programm. Hubschrauber, Modellflugzeuge. Das war alles sehr, sehr nett gemacht und vom Transportministerium hervorragend organisiert. Die Zuschauer warteten aber natürlich, das dürfen wir auch sagen, ganz gespannt auf die Hauptakteure, auf die Fußballer. Für die Kleinen der Kleinsten gab es dann auch noch eine schöne Attraktion. Die konnten in dieser Burg herumtollen. Man hatte an alles gedacht, sogar an ein Ärzteteam, aber das musste dann Gott sei Dank nicht
in Erscheinung treten. Aber wie gesagt, man hat dann alles gedacht. Dann die letzten taktischen Besprechungen. Zufällig sehen Sie hier Horst Tempel und mich. Der Horst hat alles hervorragend begriffen. Nick Jakob und Yves Bennett. Ich weiß nicht, was der Schnurrbart von Nick mit dem Fußballspiel zu tun hatte. Nick prüft noch die Frisur von Yves. Die scheint auch in Ordnung zu sein. Thomas Wiltsch, da bin ich besonders stolz, dass er sich in letzter Minute hat überzeugen lassen, die Fußballschuhe zu schnüren. Auch er bekam ganz detaillierte Anweisungen, wie er sie umgesetzt hat, das werden wir gleich sehen. Peter Klöppel in der Mitte, den Sie aus unserer Nachrichtenredaktion kennen, ganz links Marc Konrad. Das ist Wiltrud Mietke, die sich heute mal wieder in Sachen Medizin, na, ich will nicht sagen, wichtig machte, sondern sie war für uns eine große Hilfe. Wir werden da gleich auch noch Originaltöne von ihr zu hören bekommen. Und dann Bilder, wie Sie sie noch nie gesehen haben, von RTL Plus Moderatoren in der Umkleidekabine. Jetzt wird es intim. Hartmut Schröter aus der Nachrichtenredaktion, ein großes Kompliment vorweg schon für ihn. Er hat hervorragend Fußball gespielt. Nick Jakob lief da aus dem Bild heraus. Ich weiß nicht, wer der junge Mann da hinten in der Unterhose ist. Horst Tempel. Und jetzt wird er gleich in eine hervorragende Aktion treten. Auf dem Fußballplatz hat er auch hervorragend gespielt, aber das war mit seine stärkste Szene. Horst, was sagst du dazu? Ja, wer einen Körper hat, muss sich seines Körpers nicht schämen. Ich glaube auch, ja. Hier versucht If Thomas Wiltsch zu überzeugen, in den RTL-Club zu kommen. Er will. Ich kann diesen Kollegen nicht haben. Das ist der normale Umgangston zwischen RTL Plus Moderatoren. Das können Sie getrost so sehen. Dann Thomas Wiltsch. Er hat es sehr spannend gemacht, knüpft sein Hemd auf ein blütenweißes Unterhemd. Er musste dann mehrere Trikots prüfen wegen der unglaublichen Muskelfülle, bevor wir eins gefunden haben, das ihm gepasst hat. Sehen Sie selbst, er guckt ganz erstaunt rein. Größe 5 bis 6, passt nicht. Aber wir haben eins gefunden. Aber das sind Bilder, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß daran. Ja, dann die Phase des Warmmachens. Yves Bennett im Tor und gleich eine hervorragende Fußabwehr. Bei meiner Aufgabe als führende Medizinkraft dieses Hauses muss ich dafür sorgen, dass unsere Jungs wirklich gut auf dem Feld sind. Und dass sie gepflegt werden und in Notfällen auch sofort versorgt werden. Das verstehen Sie doch, nicht? Entzückend, Wiltrud Mietke. Ja, dann haben wir uns entschlossen, nochmals die Trikots zu wechseln. Nach dem Aufwärmen waren die Trikots klatschnass. Das ist ganz klar. Die Zuschauer hatten ihre helle Freude daran. Wir also nochmal rein in die Kabine und neue Trikots angezogen, weil die ersten schon total durchgeschwitzt gewesen sind. Ein herzliches Dank an das Transportministerium für dieses Lenkrad, das wir überreicht bekommen haben. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Es hängt schon in der Redaktion an der Wand. Da sind wir dann in den neuen Trikots und naja, ich glaube, das ist mehr eine schauspielerische Einlage von Peter Klöppel als eine Verletzung. Aber das macht er auch nicht schlecht. Er könnte in manchem Film sicherlich eine bedeutende Rolle spielen. So, und dann wurde es ernst. Abschlag Yves Bennett. Burkhard Weber, ein Mitarbeiter aus der Sportredaktion am Ball, ein hervorragender Fußballer. Und dann Nick Jakob, genannt Maradona von Pfaffdal. Großartig, wie er hier spielt. Passen Sie auf, wie er die Hacke gleich einsetzen wird. Nach diesem Doppelpass mit Marc Konrad. Wunderbar, wie er das macht, wie er den Ball täuscht, sich selbst täuscht, den Gegner täuscht. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Das ist eine Szene, die einfach eine Wiederholung wert ist. Achten Sie mal drauf. Rechts angetäuscht, links angetäuscht und wie ein Traber. Super gemacht, Nick Jakob. Er war groß in Form heute. Die Zuschauer schauten betroffen zu Boden. Dann aber die ersten wirklich ernstzunehmenden Szenen des Transportministeriums. Hervorragende Fußballer, man kann es nicht anders sagen. Und Freddy Schlaat, ein Riesenfehler mit der Hacke durch die Beine von If. Noch eine verzweifelte Rettungsaktion, aber der Ball war schon im Tor. 1:0 also für das Transportministerium. Trotzdem keiner von den Jungs von RTL Plus war betroffen. Sehen Sie selbst in diese Gesichter. Heiterkeit machte sich breit. Ich glaube, so sollte auch ein Fußballspiel sein, das RTL Plus Moderatoren austragen. Olaf Steinbauer, er wollte und konnte auch nicht mitspielen. Wir haben Verständnis dafür gehabt, aber die Wurst hat geschmeckt. Horst Tempel in einer seiner besten Szenen. Und jetzt kommt das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Hat keiner ein Pflaster, hat er da gerufen. Er also einer der wenigen Leidtragenden heute. Hier sehen wir es. Aber die medizinische Betreuung war hervorragend. Nur das Pflaster
etwas zu klein, wie wir gleich sehen werden. Bei RTL Plus muss halt doch noch an manchen Ecken und Kanten gespart werden. Ein winziges Pflaster, ein Küsschen und schon geht's weiter. Zwischenzeitlich war übrigens das 1:1 gefallen für RTL Plus. Leider haben wir trotz der hervorragenden Kameraarbeit von Udo Lüpertz dieses Tor nicht einfangen können. Den Torschützen verschweige ich bescheiden, wie ich bin. Damit wissen Sie, wer das Tor gemacht hat. Der große Regen setzte ein. Ein herzliches Dankeschön an alle, die trotzdem da geblieben sind. Es war wirklich schlimm. Und dann doch wieder die Führung für das Transportministerium, trotz dieser guten Rettungsaktion von IF. Aber da kam er nicht mehr ganz an den Ball. Tja, da wurde viel gefachsimpelt. Und wieder Nick Jakob, der sich kraftvoll einsetzt. Gute Szenen streckenweise, ein hervorragendes Spiel. Peter Klöppel, ein missglückter Pass, er rutscht aus. Dann ein junger Mann, der eher im Bodybuilding zu Hause ist, der hier in der Technik arbeitet. Ein hervorragender Pass auf die Nummer 3, auch hier will ich den Namen schamhaft verschweigen. Das 2:2. Ja, wir haben gut mitgespielt gegenüber Wachsweiler. Eine deutliche Leistungssteigerung, eine Explosion möchte ich fast sagen. Und nach einem solchen Tor, da lässt man sich auch schon mal füttern. If Bennett im Käfig. Komm in der zweiten Halbzeit, wenn es gar nicht mehr geht. Das war der Chef unserer Verwaltung. Erich Starke, selbst ein ehemaliger hervorragender Fußballer. Leider ließ er sich nicht überreden, obwohl er mehrmals androhte, in der zweiten Halbzeit zu kommen. Thomas Wilsch, ein unglaublicher Aktionsradius, sehen Sie selbst. 3 Schritte nach links, 3 nach rechts. Dann Halbzeit. Erich Starke gibt wieder taktische Anweisungen. Wir müssen uns bedanken bei Herrn Starke für die guten taktischen Tipps. Das Pflaster wird dann auch vergrößert, nach Rücksprache mit der Verwaltung, versteht sich. Und Horst konnte dann mit diesem Pflaster vortrefflich weiterspielen. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Die junge Dame, meine Tochter, hat das schon richtig wiedergegeben. If Bennett in einer seiner besten Aktionen vortrefflich gehalten. Auch diesen Schuss hält er, das sehen Sie leider nicht. Riesiger Beifall auf dem Platz. If war wirklich ein toller Torwart, das müssen wir hier an dieser Stelle in aller Deutlichkeit sagen. Immer wieder Nick Jakob an Ball. Thomas Wilsch, passen Sie mal auf, wie viel Kondition dieser Mann besitzt. Unglaublich. Gut, dass ihm da jemand aufgeholfen hat. Tja, das war dann auch das Zeichen für Thomas, den Platz zu verlassen. Vorher aber das 3:2 für das Transportministerium. Die gingen immer wieder in Führung, aber wir haben es geschickt verstanden zu kontern. Da geht Thomas, warum er gegangen ist, angeblich, weil er zum Friseur musste. Aber das wollen wir mal so dahingestellt lassen. Wir wollen es mal glauben. Konditionsschwäche soll es nicht gewesen sein. Dann wieder Nick Jakob. Zu kurz abgewehrt und Burkhard Weber erzielt das 3:3. Die Sportredaktion also für alle Treffer verantwortlich. Das war auch zugleich das Endergebnis. Ein gerechtes Resultat. Und am Ende wollen wir uns bedanken bei allen, die mitgespielt haben, die unglaublich fair mitgespielt haben. Der Transportminister kam auch noch kurz vor Schluss. Und der Schiedsrichter bekam auch noch einen kräftigen Händedruck. Es hat wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. 3:3, auch ein gerechtes Ergebnis. Wir haben dann auch noch ein Elfmeterschießen veranstaltet. Aber das war wirklich dann nur noch für die Zuschauer auf dem Platz. Da ging es dann nicht mehr um den Sieg. Das 3:3 war gerecht. Eine tolle Sache, wenn man das so im Nachhinein sieht, ne? Ja, und tolle Sachen sollte man wiederholen. Und wir haben heute festgestellt, dass uns das so viel Spaß macht, das Fußballspielen. Und auch Sie dann vielleicht mal persönlich kennenzulernen. Das ist mal so eine einseitige Beziehung, die wir haben. Sie sehen uns und wir wissen gar nicht, wer sind Sie eigentlich. Wir haben viele interessante Gespräche geführt und wir möchten es weitermachen, Uli, ne? Ja, vielleicht dürfen wir eins dazu sagen, man kann es natürlich nicht so oft machen. Wir haben auch immer ein bisschen Probleme, 11 Mann zusammen zu bekommen. Aber wir wären also schon, glaube ich, bereit, na sagen wir mal 3 bis 4 Mal im Jahr, maximal allerdings, solch ein Spiel zu machen. Ich weiß, dass unser Chefredakteur möglicherweise jetzt zuhört und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, einmal im Jahr
Herr Potowski, mehr nicht. Egon F. Freiheit heißt der Mann und wir haben uns immer gefragt, was heißt das F? Das heißt Fußball. Er wird, glaube ich, doch damit einverstanden sein, im Endeffekt. Er war heute auch dabei, hat viel Spaß gehabt und ich hoffe, dass ich ihn vielleicht jetzt via Mattscheibe dann doch überzeugt habe, dass wir mehr als einmal spielen dürfen. Mhm. Und wir sollten es nochmal sagen, 110.000 Franken zugunsten der Behindertenwerkstätten von Marmer Kapellen sind dabei herausgekommen bei dem Spektakel, das da heute stattfand. Wir haben uns gerne in den Dienst dieser Aktion gestellt und zu ähnlichen Konditionen, wenn ich das mal so umschreiben darf, tun wir es gerne wieder, wenn wir da irgendwo zu einem guten Zweck mal antreten dürfen und anschließend heile bei rauskommen aus der Nummer und dann abends wirklich noch arbeiten können. Also uns geht es wirklich gut und besser geht es den Kollegen, die jetzt da sind beim Buffet draußen in Kapellen, wo das Transportministerium eingeladen hat, wenn man uns sieht. Nochmals herzlichen Dank. Uli wird nachkommen, hat er versprochen. Einige Kollegen sind schon da. Ja, darf ich vielleicht, also ich komme noch, keine Bange. Und eins möchte ich noch sagen, und zwar jetzt kommt der Überschwung auf den Tag von morgen schon wieder. Es gab nämlich heute noch ein anderes großes Fußballspiel in Luxemburg. Das war so ein bisschen Pech, dass wir da terminlich uns in die Quere gekommen sind, obwohl die großen Fußballer natürlich ihr Publikum gehabt haben. Es gab das Luxemburger Pokalendspiel heute. Wir haben es auch im Sport nicht geschafft, es zu vermelden, weil wir Tennis aus Paris hatten, das Spiel knapp zu Ende war. Wir hatten auch ein paar Probleme heute, uns ist die Decke fast auf den Kopf gefallen. Und ich will jetzt ganz einfach sagen, dass Red Boys Differdingen gegen Genes Esch 1:0 gewonnen hat, dass sie morgen bei uns um 18 Uhr in der Sportsendung Bilder von diesem Spiel bekommen. Und wir haben zwei Gäste, zwei Spieler, die heute dabei waren im Pokalfinale. Jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache für morgen gemacht. Aber das war's von meiner Seite aus. Uli, herzlichen Dank, dass du dich da oben hingesetzt hast. Der Uli hat nämlich in der Zwischenzeit nach dem Duschen bis jetzt gerade da oben geschnitten, das Werk jetzt fertiggestellt, das Sie gerade gesehen haben. Und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Bevor wir Luxemburg jetzt verlassen und nach Dallas gehen, mach's gut, alter Kumpel. Auch so. Tschüss. Tschüss. Seht alle mal her, ich bin Kitty und hier ist eure neue Pflegeserie. Visana 3. Das Shampoo brennt nicht in den Augen, jetzt gibt es keine Tränen mehr. Ui! Die Visan Up 3 Creme mit Vitaminen schützt und pflegt. So macht Pflegen Spaß. Ich bin als Abziehbild auf jeder Packung. Huch! Visan Up 3. Pflege so wie Kinder sie mögen. Bei Ihnen im Programm zum ersten Mal ausgedruckt, Dallas um 21.45 Uhr, dass wir uns verspätet haben, hatte seinen guten Grund. Wir wollten Ihnen unbedingt noch die Bilder vom Fußball zeigen, haben das auch getan, bitten da um Verständnis, dass wir uns ausnahmsweise mal ein bisschen verspäten. Nun, wenn Sie sagen, warum haben denn die Jungs da bei RTL Plus Dallas von 18 Uhr samstags weggenommen, wo es alle 14 Tage lief, und auf 21.45 Uhr gesetzt? Wir haben damals gebeten, zu Anfang der Serie, schreiben Sie uns mal, wann Sie denn am liebsten so eine Serie sehen möchten wie Dallas, und da haben Sie gesagt, na 18 Uhr, das ist nicht so richtig, da gibt es auf dem anderen Kanal Sport und da ist die Familie nicht zusammen und mein Mann interessiert sich zum Beispiel dafür, so lasen wir sehr häufig und deshalb versuchen Sie doch mal einen neuen Sendeplatz zu finden. Versuchsweise jetzt mal auf 21.45 Uhr wird also samstags alle 14 Tage zwischen den beiden Spielfilmen laufen, Dallas, wenn Sie da auch nicht mit einverstanden sind, aber wir glauben schon, damit den Nerv getroffen zu haben und...